Herzlich willkommen bei Lebensthemen TV. Mein Name ist Eva Blanco. Ich habe neben mir Armin Riesi für ein Interview. Und zwar Armin Riesi ist ein Philosoph und Sachbuchautor und wird als Pionier des aktuellen Paradigmawechsels benannt. Und eigentlich bist du so zu Hause im Wissenschaftlichen, im Mythologischen, im Religiösen, also du deckst viele Sachen auf in der spirituellen Welt. Und ich war also nicht schlecht erstaunt, als ich gesehen habe, dass du Co-Autor bist dieses Buches, We Make the Change, wo es um Michael Jackson geht. Ja, also für mich war das selber auch natürlich überraschend. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal über dieses Thema schreibe, aber wie das Leben so spielt. Es hat sich so ergeben, das Thema ist in mein Leben gekommen, mit langem Anlauf, aber am Schluss, nach Michael Jacksons Tod, ist bei mir auch irgendwie der Funke gesprungen. Die Frau, die dann Co-Autorin wurde, hatte mir ja schon im Vorfeld einiges erzählt und ich habe die Bedeutung auch erst dann wirklich erkannt, als ich mich auf Michael Jackson einließ. Und das war eben leider erst, oder einfach halt so, wie es war, halt nach seinem Tod. Und dann ist es relativ schnell gegangen, dass wir uns entschieden, dieses Buch zu schreiben, weil die Sophia Pade hat schon mehrere Jahre vorher intensiv über Michael Jackson recherchiert, aus einem eigentlich spirituellen Grund. Und nach dem Tod und nachdem ich auch da einfach diesen persönlichen Bezug gefunden habe, habe ich einfach der Sophie auch gesagt, und es war mir dann auch klar, dass sie prädestiniert ist, dazu ein Buch zu schreiben. Und das ist jetzt entstanden über 7 Jahre hinweg. Ja. Eben, das hat mich auch noch sehr erstaunt. 7 Jahre ist ja nicht eine kurze Zeit. Und ich denke, in dieser Zeit, wo Michael Jackson, also ich meine, das war ja meine Jugend, mein Riesenidol, warst ja du in dieser Zeit eigentlich mehr irgendwo in einem Kloster unterwegs als Mönch und hast ganz ein anderes Leben geführt. Also er war ja nicht etwas Zentrales oder Präsentes in deinem Leben. Was wäre denn deine Motivation, über so einen Megastar zu schreiben? Du hast gesagt, erst nach seinem Tod bist du auf ihn gekommen. Sein Tod hat ja sehr vieles ausgelöst, auch an Gerüchteküche. Viele Menschen, die ein bisschen nachdenken, haben sich schon auch gedacht, was ist genau wirklich passiert? Weil er gehört für mich so in die Kategorie Marilyn Monroe, Prince, alles Leute, die so plötzlich tot sind und man nicht genau weiß. Ich denke auch, man darf auch Mahatma Gandhi und Martin Luther King erwähnen. Das waren einige seiner großen Vorbilder. Sein größtes Vorbild war natürlich Jesus. Er war auf seine ganz eigene Art tief religiös, tief spirituell. Der Grund war, weil Michael Jackson aber mehr als nur ein Musiker, Megastar und King of Pop war und ist. Wir schreiben es auch nur schon in der Einleitung, wäre er nur der King of Pop, hätte uns das Thema nicht näher interessiert. Aber weil hier ein so spiritueller Mensch hier in die oberste Liga eingestiegen ist, schon von jung an war er da in dieser hohen Liga und ist dann in die höchste, hat sich sogar eine eigene Liga geschaffen, so war das natürlich wichtig, weil sich im Mikrokosmos Michael Jackson, und der Mikrokosmos Michael Jackson ist nicht sehr klein, der ist sehr groß schon, oder? Aber in diesem Leben von Michael Jackson hat sich einfach auch vieles gezeigt, was weltweit läuft. Also in dieser Biografie kommt vieles von dem zusammen, vom Lichtvollen wie vom Dunklen, was wir auch global sehen. Deswegen schreiben wir auch, wer erkennt, was im Leben des King of Pop geschah, durchschaut auch vieles andere. Ja. Für mich war noch interessant vielleicht die Frage von der Recherche. Wenn man ein Buch schreibt, muss man ja viel recherchieren. Und eben genau, weil es ja dubios ist, auch sein Ableben, war für mich eigentlich noch die tragende Frage, hattet ihr nie Angst? Weil ich nehme an, dass ja auch Dinge aufgedeckt worden sind, die ja unter anderem auch dazu geführt haben, dass er ja eigentlich, kann mir jetzt vielleicht mal in Klammer sagen, eliminiert wurde. Er wurde ja offiziell, also es ist ja offiziell, dass es eine fahrlässige Tötung ist. Also da war Fremdeinfluss, Fremdverschulden. Die Frage ist ja nur, ob es fahrlässig war oder nicht. Und wenn man da, oder wie absichtlich die Fahrlässigkeit war. So, und wenn man da natürlich eintaucht, natürlich sind das brisante Themen. Das sind sehr brisante Themen.
Wir haben da sehr intensiv recherchiert, natürlich die Sophia Pade. Sie ist da sehr tief eingedrungen. Sie hat wirklich das ganze Leben hindurch von Michael Jackson, aber natürlich auch die ganzen Prozessakten von 2005, vom Prozess 2005, wo er ja in allen Punkten freigesprochen wurde. Und dann natürlich auch die ganzen Sachen über das Testament, über den Tod, der Prozess 2011 gegen den Arzt, 2013 gegen den Konzertveranstalter. Da sind sehr viele brisante Details herausgekommen, die natürlich die normalen Journalisten völlig ignoriert oder übersehen haben, beziehungsweise sogar dafür gesorgt haben, dass es nicht bekannt wird. Aber es war natürlich bekannt, wenn man sich die Mühe macht und drum bemüht und studiert. Und Sophia Pate hat das wirklich in jahrelanger intensiver Arbeit alles durchgelesen und alles studiert und da natürlich die heißen Spuren schon entdeckt. Und wir haben hier natürlich ein Gesamtbild erstellen können, das es so in der Form wahrscheinlich nicht gibt. Obwohl es viele natürlich ahnen oder wahrscheinlich sogar wissen, angefangen natürlich mit seiner Familie. Seine Brüder, seine Mutter, sein Vater, die sind sich da, und seine Schwester natürlich auch, die sind da, die haben das deutlich und offen ausgesprochen, dass hier etwas ganz ungut gelaufen ist, beziehungsweise dass etwas da, wie sagt man, faul ist, falsch gesagt, aber dass das nicht mit rechten Dingen zuging. So muss man sagen, ja. Du schreibst ja normalerweise bewusstseinserweiternde, bewusstseinsöffnende, bewusstseinsverändernde Bücher. Das läuft ja auch ein bisschen in diese Kategorie, aber was denkst du, ist an diesem Buch so speziell, weshalb sollte man es lesen und was denkst du, kann es verändern, wenn man es liest? Einfach, es ist hier nicht nur Theorie und Philosophie, sondern ganz praktisch. Im Leben von Michael Jackson, er hat das ja auch verkörpert, er hat das auch, dieses Lichtvolle verkörpert. Es ist eine Inspiration. Ich weiß nicht, ob es ein Argument ist, aber es ist auch hochspannend, selbstverständlich. Und es ist eine Biografie, die reicht bis in die heutige Zeit hinein, natürlich noch viel länger, aber die ist noch nicht abgeschlossen. Nächstes Jahr, 2017, gibt es zwei große Prozesse in den USA. Eins von der Steuerbehörde gegen die Nachlassverwaltung, ein anderer Prozess von den neuen Anschuldigungen gegen Michael Jackson, wo zwei Männer auf einmal behaupten, er hat uns doch missbraucht, obwohl sie 20, 25 Jahre lang behauptet haben, also gesagt haben, bestätigt haben, nein, nie, vor Gericht alles und übrigens jetzt doch. Und das wird sofort aufgegriffen, das wird natürlich breitgetreten von den Massenmedien, genüsslich könnte man schon fast sagen, wie sie das tun, alle, ohne die geringsten logischen Fragen zu stellen. Die Lügner werden also wirklich überhaupt nicht hinterfragt und man glaubt sofort, ja, Neverland war eine Kinderfalle und so. Also das war diesen Sommer wieder in der Presse, durch die ganze Welt. Also das Thema ist noch nicht ausgestanden, das Thema wird nächstes Jahr, 2017, wieder aufbreitgetreten werden und eben noch nicht abgeschlossen, aber warum man es wirklich lesen sollte aus meiner Sicht, weil ja, wir werden dadurch Teil dieser spirituellen Revolution, Make the Change, wo Michael Jackson natürlich schon ein Vorkämpfer war. Er hat das Medium Musik gewählt, weil über dieses Medium erreicht man natürlich die größte Masse, die größte Zahl Menschen durch kein anderes Medium. Ja, weltweit, Musik braucht auch nicht unbedingt Übersetzung, und große Klärung, man spürt es einfach mal, man ist mitgerissen. Deswegen hat die Seele, die hier als Michael Jackson geboren wurde, offensichtlich auch dieses Medium gewählt. Und genau auch diese Art von Musik. Und ja, er hat auch immer ganz klar gesagt, der Ball ist auch bei uns. Er wollte uns einfach inspirieren. Heal the world, make the change. Also, we are the world, also wir, der Ball ist jetzt bei uns. Und spätestens seit er nicht mehr physisch in dieser Welt ist, dürfen wir und sollten wir diese Inspiration übernehmen. Und wenn wir dieses Buch lesen, kann uns das sehr viel Mut geben, Inspiration, Kraft und andererseits, ich denke, auch eine gewisse Perspektive und Relation. Denn das, was er auf sich genommen hat, das werden wir wahrscheinlich in der Form nicht auf uns nehmen müssen. Und wer träumt, ich will auch Megastar sein. Wenn man dieses Buch liest, ist man, glaube ich, froh, dass man kein Megastar ist, dass jemand anders diese Rolle auf sich genommen hat und dass wir hier relativ diskret
unscheinbar, aber wunderbar auf unsere Art hier wirken können. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Ich hoffe, dass das Buch ein Erfolg wird und dass die Menschen das darin sehen, was ihr damit ausdrücken wolltet. Ich denke auch, dass es wirklich wichtig ist, dass man immer mehr sieht, was heutzutage auch mit den Medien, wie stark diese Relation auch ist, genau. Und dass das durch, auch wieder einmal mehr so aufgedeckt wird durch so etwas, oder? Also die ganze, wie wir eigentlich klein gehalten werden, oder? Die ganze Zeit. Fremdbestimmt auch ein bisschen, oder? Ja, eben. Uns wird gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Steht in der Bibel. Ihr seid das Licht der Welt. So, da sind wir damit gemeint. Und Michael Jackson hat diese Aufgabe und dieses göttliche Erbe natürlich angenommen, verkörpert, hat sich auch nicht gescheut, dieses Licht zu sein und wollte uns dadurch auch ermutigen und daran erinnern, dass wir genauso das Licht der Welt sind wie er und alle anderen. So, also das war für ihn immer ganz wichtig zu sagen, dass er da nicht irgendwie besonders oder anders ist, obwohl er schon ein bisschen war. So eine ja. Art moderner Jesus, ja. Irgendwie mit Musik. Einfach eine Inspiration. Eine Inspiration, eben deswegen hat er auch nicht die religiöse Ebene gewählt, weil das ist so schnell missverständlich und es ist auch besser, wenn wir ihn nicht in diese Kategorie stellen, sondern einfach als das, was er war, um das dann für uns rückübersetzen, welche Inspiration bekomme ich von ihm und glaube, da ist für alle was dabei an Inspiration. Ja. Wunderbar, herzlichen Dank und wünsche ich euch noch einen schönen Abend.